Den Volvo C30 mit Verbrennungsmotor, den gibt es schon lange. Jetzt hat Volvo eine Kleinserie aufgelegt mit einem elektrischen C30. Und weil das Auto ein klein bisschen anders ist als ein normaler C30, muss ich mir den jetzt erstmal bei einer Volvo-Werkstatt erklären lassen. In erster Linie wurde der C30 Electric entwickelt, um das Nutzungsverhalten von Elektrofahrern zu ermitteln. Die angesetzte Testperiode geht über einen Zeitraum von 3 Jahren, in denen wichtige Daten erfasst werden sollen. Wie oft wird das Auto am Tag benutzt? Wie ist die Reichweite von dem Auto? Oder wie viele Kilometer fahren die Leute mit dem Auto? Wie oft wird die Batterie mit welchem Strom geladen, mit welcher Amperezahl geladen? Die Daten werden während der Fahrt alle 10 Sekunden und während das Auto steht alle 4 Stunden anonym nach Schweden gesendet und in einer großen Datenbank gesammelt und dann am Ende von dem Projekt nach 3 Jahren ausgewertet, um daraus dann die Schlüsse zu ziehen, wie sieht das Elektroauto der Zukunft aus oder wie sieht ein möglicher Nachfolger aus. So viel zu den Hintergründen. Jetzt aber zurück zu der bevorstehenden Testfahrt. So, dann muss ich mal gucken, wo jetzt mein Ansprechpartner rumläuft. Ah, da ist er ja. Hallo. Hi, grüß dich. Kurat, grüß dich. Michael Spitaler. Das ist also der Elektro-C30. Was ist jetzt so besonders daran? Ganz genau, das ist ein reines Elektrofahrzeug, was wir haben. Funktioniert nur rein elektrisch, wird elektrisch betrieben, geladen. Ja, und sonst ist es wie ein normaler C30 Volvo, den du auch so vom Motor her kennst, Benziner, nur dass der rein elektrisch funktioniert. Erklär mir nochmal, also hier kommt der Strom rein. Hier kommt der Strom rein, über den Stecker. Ich würde sagen, dann gucken wir uns doch mal den Innenraum an, oder? Ja, steigen wir ein. Innen, würde ich sagen, sieht es ja auch aus wie ein normaler C30. Du siehst kaum Unterschiede zu einem normalen C30, bis auf einzelne ausschlaggebende Veränderungen. Dann hätten wir einmal hier den Schaltknauf. Da siehst du einfach nur 3 Stufen. Ja, und vorne im Kombi-Instrument, da ist auch ein Unterschied. Und dann kommen wir zum Kombi-Instrument. Und jetzt hast du hier auf der rechten Seite, wie du siehst, haben wir kein Drehzahlmesser mehr, sondern wir haben eine Verbrauchsanzeige. Einmal der Verbrauch, Belastung der Batterie und einmal auf der zur linken Seite die Rückgewinnung. Und der Tacho geht auch ein bisschen weniger als bei einem normalen C30. Richtig, also wir haben hier in der Regel zwischen 120 bis 130 Kilometer die Stunde. Das ist aber auch dann die Maximalgeschwindigkeit, die wir in dem Fahrzeug erreichen können. Und in der Regel mit 100-110 km/h ist man da im Mitschwimmen auf der Autobahn sehr gut bedient. Also so viel wie früher mit dem VW Käfer. Reicht auch, um von A nach B zu kommen. Und unten ist dann die, statt einer Tankanzeige, die Batterieladeanzeige. Und unten drunter haben wir die Batterieladeanzeige. Funktioniert wie bei einem normalen, herkömmlichen Fahrzeug die Tankanzeige. Sobald wir in den Reservebereich kommen, leuchtet im Kombi-Instrument eine Schildkröte auf. Diese Schildkröte gibt den Hinweis, dass wir uns im Reservemodus befinden. Naja. Das klingt ja interessant. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus und fahren eine Runde mit dem Auto. Also im Grunde ist das ja wie ein normales Auto mit Automatik. Ja, man gibt Gas, man bremst, ja, wie ein Automatikauto. Nur, dass es halt sehr, sehr leise ist. Ja, man sieht natürlich hier, wenn ich jetzt vom Gas gehe, zack, dann merkt man, das Auto wird sofort langsamer und er rekuperiert. Das heißt, er gewinnt aus der Bewegungsenergie wieder elektrischen Strom. In 10,9 Sekunden beschleunigt der Stromer auf 100 Stundenkilometern. Für ein Auto mit 82 Kilowatt Leistung ist das in Ordnung. Der Motor macht so gut wie keinen Lärm, einzig das Abrollgeräusch der Reifen ist zu hören. Um herauszufinden, ob sich optisch wirklich nichts am C30 Electric verändert, stellen wir die beiden einmal gegenüber. Ja, jetzt haben wir hier mal die Möglichkeit, uns den elektrischen und den normalen C30 im Vergleich anzuschauen. Man sieht eigentlich keine großen Unterschiede, außer dass hier natürlich lauter Aufkleber drauf sind und ein paar kleine Zierelemente darauf hinweisen, dass dieses Auto elektrisch ist und dieses Auto eben nicht.
Wo beim normalen C30 ein Verbrennungsmotor sitzt, sitzt beim C30 Elektrik natürlich ein Elektromotor. Sieht man erstmal nicht viel von, wegen dieser tollen Plastikabdeckung. Wenn wir die abmachen, so, dann sieht man ganz viel Technik und ganz viele orangene Kabel, von denen man allerdings besser die Finger lässt, denn da ist richtig Saft drauf. Im Gegensatz zu anderen elektrischen Fahrzeugen hat der C30 Electric genau das gleiche Kofferraumvolumen wie die Version mit Verbrennungsmotor. Groß ist er trotzdem nicht. Wie schon erwähnt, ändert sich beim elektronisch betriebenen C30 nichts an der Karosserie, mit Ausnahme des Stromanschlusses im Kühlergrill. Da wir leider nicht wie Volvo 3 Jahre Zeit haben, müssen wir schon nach einem kurzen Test ein Resümee ziehen. Der Volvo C30 Electric zeigt, dass Elektromobilität durchaus alltagstauglich sein kann. Vorausgesetzt, man legt nicht zu weite Strecken zurück, denn die Reichweite von 130 Kilometern wäre für meinen täglichen Bedarf leider ein bisschen zu wenig.